Ich glaube, dass wir, ja, wenn wir in 10 oder 20 Jahren zurückblicken, dass wir sagen werden, das war eine absolut einschneidende Änderung in der Behandlung von Krebs. Die wird nie wieder so sein wie vorher. Auch wenn Medikamente mittlerweile zugelassen sind, sind wir durchaus am Anfang dieser Forschung und auch der Erkenntnis, die wir damit haben. Aber ich bin ziemlich sicher, nach dem, was ich bislang mit diesen Medikamenten erlebt habe, dass wir eine komplette Änderung unserer Krebstherapie hier erleben werden.